Hier links. Dann links. Und dann links. Bin ich. Okay. Okay, ein Vorleser. Meine Fresse. Dein langer Arm der Gerechtigkeit. Was will denn der lange Arm der Gerechtigkeit? Was will er denn? Ah, bin bald da. Wunderbar. Ich nur das Zeug auf der Karte an. Wo ist denn das? Lange Arm der Gerechtigkeit. Ah, hier ist er doch. Ich muss hinter und dann muss ich da irgendwie ran. Was steht da drin? Arme nochmal umpacken, weil diese. Okay. Da muss ich hin. Geradeaus und nach rechts. Mann, ich hasse diese Städte. Nee, zu später. Das könnte hier gewesen sein. Nee, Tipp weiter links. Das ist 100% schon wieder was Schlimmes. Ich stehe hinter mir. Mal sehen. Immer ist alles verschlossen. Nur Dreck ist drin. Hier ist ein Ausgang. Hier geht's weiter. Sieht mich nicht. Ah, scheiße. Na, geht doch. Fast ist er kaputt gegangen. Aber auch nur fast. Ich hab sowas von drauf. Klasse. Nekromantie-Scepter. Plus 201 Nekromantie-Schaden. Das ist gut. Eigentlich müsste ich das behalten. Werde ich auch machen. Naja. Nenn mir einen triftigen Grund, dich zu verschonen. Mein Zweihänder-Schwert. Na gut. Du hast mich überzeugt. Ich bin Sergeant Figal. Ich weiß, wer du bist. Du scheinst eine vorgefasste Meinung von mir zu haben, wenn ich deinen Tonfall richtig auslege. Lässt der Name Amar irgendwas bei dir klingeln? Jetzt nur keine herzerweichende Ansprache. Es ist mir egal, ob er dein Bruder, dein Vater oder dein Freund war. Der Scheißgeil war ein lausiger kleiner Hurensohn. Seine einzige Leistung bestand darin zu verrecken, bevor ich ihn an die Haken hängen konnte. Und wer weiß... Vielleicht hätte ich ihn sogar am Leben gelassen, wenn er mich nicht dauernd Mami genannt und mir stattdessen was Nützliches über seinen Alchemistenkumpel verraten hätte. Wie unsportlich. Hast du jemals einen Mann gesehen, der wie eine Banane geschält wurde? Und hat dir schon mal jemand gesagt, dass du vollkommen durchgeknallt bist? Bedauere. Ist wohl eine Berufskrankheit. Wow. Hey, lass mich in Ruhe. F, so. Was ist das Ding da? Das machen alle. So. Ich will noch mehr Leben verlieren. Ja. So, jetzt kommt der zweite. Aua! Ich krieg die Krise bei sowas. Hilfe!
Alter, der spinnt doch. Wie soll ich denn bitte gegen sowas bestehen, hä? Kann mir das mal einer erklären? Oh, Alter, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Okay, beschwören ist geil. Das funktioniert doch prima. Ein wunderbar. Langsam auswirken. Aua, ich glaube, es hackt. Aua, lass mich in Ruhe. Wow! Der knappste Kampf überhaupt. Und auf. Ich brauche wahrscheinlich andere Tiere. Was ist das? Herz des Sergeants. Interessant. Sehr interessant. So, hier. Schild entreißen. Das ist ja mal cool. Funktioniert nur mit Äxten. Das hier zu finden ist ziemlich dumm. Nützlich. Aber okay. Oh Gott. Scheiße. Dieses Doppelklicken kann ich eventuell in Zukunft mal lassen, weil es könnte mein Dietrich kaputt machen. Das wollen wir. Nein, Fresse. Der Typ mit den zwei Händen. Ist auch nicht eingedroschen. Das ist ja Hammer. Okay. Da habe ich mich wohl in der Ebene geirrt, gerade eben. Das war. Naja, nicht so. Oh, auf alle Fälle andere Tiere im Leben anhören. Erlebe am Hobby. Homies. Und was mit dem Fragezeichen? Okay. Ja. So, und das letzte. Okay. Wunderschön. Schlösser öffnen. Es ist so. In Zukunft habe ich mal, das könnte man automatisch machen. Alter. Vor allen Dingen mit einer Hand so ein Zweihänder zu führen, ist ja mal abartig. Gut, dann. Was soll ich denn jetzt machen? Salah sollte es wissen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie rausbekommen. Also der Teleporter ist dort hinten. Wenn ich jetzt hier links gehe und dann. Ich hasse diese Stadt. Okay. Wir können ja erstmal Sachen verkaufen.
zwar Sinnreise. Was ist das eigentlich? Das müsste ich mal. Und das wird kaputt. Das auf. Das ist mit 44 besser als das und wird deshalb kaputt gemacht. Das behält man noch. Und der Zweihänder. Die Axt macht mehr Schaden als das Teil. Schade drum eigentlich. Und weg. Und noch ein paar Ringe.